Nintendo 1000 Punkte, dafür möchte ich wissen. Vor 2 Jahren erschien ein Battle Royale Super Mario Bros. Auf der Switch. Mit wie vielen Spielern konnte man das gleichzeitig in den unterschiedlichen 2D-Levels zocken? Drei, zwei, eins. Ja, das war zu vage. Niemand. Wusste niemand. Kann man auch tippen? Raten noch? Jetzt, die Frage ist raus, jetzt könnt ihr einen Tipp abgeben, aber es gibt keine Punkte mehr. Ich würde sagen 4, oder? Ich hätte 5 gesagt, jetzt einfach. Es sind deutlich mehr gewesen. Was? 35. Was? Was für ein Gewusel? Battle Royale halt. Das kam damals raus, wegen dem 35-jährigen Jubiläum haben sie das gebracht. Gab es aber nur eine kurze Zeit im digitalen Store, glaube ich. Okay, das ist krass. Aber ich habe mit Super Mario... Achso, ja, Bro, ich habe die ganze Zeit an was ganz Falsches gedacht. Ja gut, dann könnte es sogar sein, alles klar. Mhm. Nochmal hier meine. Ich war auch auf einer völlig anderen Schiene. Ich war irgendwie was bei Smash Bros. War ich gerade. Ja, ich auch. Und gut, dass ich nicht gebuzzert habe. Also. So. Lieber Chat, ihr seht alles, oder? Weil ich sehe euch gerade nicht. Also ich sehe seh den Chat, aber ich sehe den OBS nicht. Meine Bildschirme sind voll. Ihr seht alles. Okay, gut, dann machen wir weiter. Gut, die Frage ist aus dem Rennen. Dann darf jetzt Marc wählen. Ich würde mal sagen, wir fangen klein an, fiktionale Welten 200. Okay, da werde ich jetzt nicht auf das Feld klicken, das lese ich euch so vor, ne? Weil wenn ich da draufklicken würde, kämen gleich alle Namen. Wie gesagt, ihr wassert, sobald ihr meint es zu wissen. Okay, los geht's. Joseph Schreiber. Douglas Cartland. Angela Orozco. Travis Grady. Name sagt mir was. Dahlia Gillespie. Ja, Max? Silent Hill. Das ist korrekt. Ah, okay. Ja, ja, ja. Bei Dahlia war es für mich klar. Ihr habt es schon gemerkt, ich sag's jetzt nochmal dazu, es wird ein komplettes Universum, eine Spielreihe gesucht in so einem Fall, ne? Also kein bestimmter Teil. Das nochmal bei fiktionalen Welten. Ja gut, bei Welten sollte das sowieso eigentlich klar sein. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Okay, das sind die ersten 200 Punkte. Ich wollte eigentlich... Hallo? Also ich muss vielleicht hier erst auf 200 gehen und das gekennzeichnen hier. State Underland, ja gut. Ja, ja, das ist klar. James Underland wäre noch gekommen. Deswegen ist es auch eine 200-Frage, weil dann wäre es ja wirklich sehr offensichtlich gewesen. Ja, ja. Ja, okay. Da, wenn ich mich richtig erinnere, Dahlia war doch die Nonne aus dem ersten Teil, ne? Jetzt geht's. Oder bin ich jetzt falsch? Dahlia war die Mutter von Alessa. Die Mutter, ja. Ah, okay. Okay, jetzt hat's funktioniert. Ich hab tatsächlich Silent Hill nie selbst gespielt, also nie durchgespielt, so. So, Moment, ich muss mal gerade Strichliste führen, bis wir, damit ich weiß, wann wir die 15 Fragen haben. 2 Stück haben wir es jetzt. Gut, dann, Max, nee, warte mal, wie war das? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Immer der, des, Moment, muss kurz nachgucken. Nee, beim Gewinner... immer der, wo die Frage richtig beantwortet hat, der darf auch die nächste aussuchen. So war's, ja. Okay. Nintendo 200. Nintendo 200. Dafür möchte ich Folgendes wissen. Wie viele Grog-Samen gibt es in Zelda Breath of the Wild? 3, 2, ja, Marc? 900. 900. Richtig. Leider. Da hätte ich sowieso nicht antworten können, also. Viel Spaß beim Sammeln. Oder wie Sapsi gerade sagt, viel zu viele. Und was kriegt man, wenn man alle hat? Ein Scheißhaufen. Ja. Es ist unfassbar, oder? Echt jetzt? Ja. Also es sieht aus wie so ein Scheißhaufen. Ich glaube, Marc hat die alle. Hast du die nicht alle gesammelt oder wer war das nochmal?
Ich habe die offline gesammelt, ja. Oh mein Gott. Nie wieder, nie wieder. Goldener Kack kaufen, ja. Also vor allem 900. nee, lass mal. So, dann darf jetzt Marc das nächste aussuchen. Gleichstand aktuell. Okay, Cypher Horror 400. 400? Ja. Okay. Dann schauen wir mal. Wie heißt die spielbare Protagonistin aus dem Horrorspiel Alien Isolation? Amanda Ripley McLaren, beziehungsweise Amanda Ripley. Das ist absolut korrekt. Habe ich eigentlich gedacht, dass es so Marks Steckenpferd ist. Ja, okay. Ich habe geschrieben, habe ich gedacht, mir das versteckt. Okay, ja, das sind. Aber definitiv. Hätte ich auch gewusst, ja. Ja, ich habe vor kurzem erst Aliens gesehen. Da kommt der Name auch vor. Also von daher, da wird halt auch schon der Ehename hinzugezogen. Deswegen McLaren. Verstehe. Ja, ich weiß. Das ist. Deswegen hat sie einen hier Doppelnachnamen. Also es handelt sich aber immer um dieselbe Namen. Also und ihr Spitzname ist Amy. Okay. Ja, ich hätte das alles schon wieder vergessen. Aber nice. Ich habe den Film so oft geguckt, ich kenne ihn in- und auswendig. Also. Okay. Beide hier Alien erprobt. Alles klar. So. Okay, dann darf Max gerne das nächste wählen. Ja, nimm Resi auch für 400. Resident Evil 400. Ja. Beim Resident Evil 4 Remake benutzen Leon und Tannigan Codenames. Wie lautet der Codename für Ashley? Max? Baby Eagle. Das kann ich nicht wissen. Das ist korrekt. Baby Eagle. Ich hab mir das auch nur gemerkt wegen einer Streamerin, die hat sich darüber lustig gemacht. Nur deswegen konnte ich mir das merken. Ah, okay. Nice. Und sie baut sowieso gerne so eine witzigen Sachen ein. Das Lustige ist, sie ist Amerikanerin, kann aber Deutsch, weil ihre Großeltern aus Berlin stammen. Okay. Naja. Nice, dann darf Max. Bin ich jetzt wieder dran, ne? Ja, genau. Nintendo 600. Räum die Nintendo-Fragen weg. Okay. Ich hab das gleich gesagt. Also. Nintendo 600. Dafür möchte ich wissen. Das ist eine Schätzfrage. Folgendermaßen, ihr werdet mir die Zahl privat schreiben. Nicht in den Channel, wo ihr sonst bassert, privat. Ja. Schätzfrage. Wii Sports ist aufgrund des Konsolenbundles und auch durch den Einzelhandel das bestverkaufte Spiel. Wie viele Exemplare sind derweil im Umlauf? Einen geschätzten Betrag. Bitte. Da kann man ja auch nicht richtig sein, ne? Wer am dichtesten dran ist, ne? Also es ist, aber es geht jetzt an Exemplare, nicht an Geld, ja? Wenn ich Exemplare, das richtig... genau. Also wie viele Stück von dem Spiel sind im Umlauf? Und genau, der, wo am nächsten dran ist, der kriegt den Punkt. Bitte jetzt eintippen. Nein, das ist zu hoch. Wollte ich nicht. Also bei mir privat, mich privat, nicht in unseren... Ihr müsst nicht bassern hier. Mich privat anschreiben. Ich hoffe, ich habe mich zu hoch gepokert. Und Max, habe ich schon was? Brauche jetzt eine Antwort von Marc. Gute Frage. Na komm, 2 Millionen, ne? Rein mit. Einfach reinschreiben. Klicken. Go for it. Da kann man sowieso nur schätzen. Ist also, ja eine Schätzfrage. Ja, kann man nicht wissen. Eben. Okay, du hast es jetzt da reingeschrieben, ich wollte eigentlich privat schreiben, aber okay. Ach so, Entschuldigung. Ja gut, jetzt, Max hat eh schon seins abgegeben. Okay. Ja. Okay, schauen wir mal. Genau. Marc meint so um die 40 Millionen Exemplare und Max meint 30 Millionen. Es sind mittlerweile tatsächlich 83 Millionen. Heftig. Ich dachte schon, ich wäre zu hoch, Das ist viel. Damit ist Marc näher dran und bekommt die Punkte. Respekt. Das ist wirklich eine Hausnummer. Zu 800. Ja. So, Max noch mit leichter Führung, aber Marc hat jetzt das Recht, sich eine Frage auszusuchen.
Retro Gaming 200. Retro Gaming 200. Und ich tippe wieder rein. Jetzt wieder bassern wahrscheinlich, wenn es keine Schätzfrage ist. So. Wie viele verschiedene Blöcke gibt es beim traditionellen Tetris? 3, 2, 1. Ja, nee. Keiner hat gebassert. Habt ihr einen Tipp? Kann ich im rückwirkend so sagen? Ich hätte jetzt auf 7 geschätzt. Mit 7 hättest du recht gehabt. Ach, Scheiße. Hat nur das Bassern gefehlt, okay. Aber ich verstehe. Ihr habt da Angst vor den Minuspunkten. Ich verstehe das. Ja. Okay. Ich habe im Kopf halt durchgezählt und ich war mir nicht sicher, ob ich alle hatte, deswegen. Ja. Ja, manche sind auch ganz tricky. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, bin noch richtig. So, da es jetzt keiner hatte, zuletzt hatte Marc, dann darf jetzt Max. Nintendo 400. Eieiei. Nintendo 400. Welcher bekannte US-Schauspieler synchronisiert im kommenden Super Mario-Film die Stimme für Bowser? 3. Mario hätte ich gewusst. 2. 1. Ich hab den gesehen, ich weiß, wie der aussieht, aber ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Und raus. Leider, niemand hat sich hier getraut. Die richtige Antwort wäre gewesen: Jack Black. Aha. Das passt irgendwie sogar. Ja, ne? Das ist so ein Verrückter. Also. Das. Bester Film von ihm, finde ich, ist School of Rock. Ja, der war schon legendär. Ja. Ich sehe den gern. Ich auch. Okay, dann darf jetzt Marc sich was aussuchen wieder. Sci-Fi Horror 1000. Ui, okay. Sci-Fi Horror oder Horror für 1000. Kichira Toyama landete mit Silent Hill 1 einen Welterfolg und verließ danach Konami. Welches Horrorspiel entwickelte er danach? Kichira Toyama. Da brauche ich gar nicht erst buzzern, weil mir der Name nicht mal was sagt. 2. Nee. Niemand? Nee. Okay. Der Name sagt euch zwar nichts, aber vielleicht kennt ihr das Spiel, das er danach gemacht hat. Forbidden Siren. Ja, aber nur vom Hören. Weil mir der Rabe davon erzählt hat, von seinem Let's Play. War ja auch eine Tausender-Frage, die darf knifflig sein. Das sind echt Knüffel. Aber jetzt ist auch die aus dem Rennen. Okay. So. Vorgänger von Siren Blood Curse. Genau, Rabe kennt das natürlich. Genau, Siren Blood Curse, sowas. Puma hätte es auch gewusst. Aber schön, wie ihr alle mitmacht. Ich lese alles mit, Leute. Ne? Also es freut mich, dass ihr so schön mitmacht. Okay, dann ist jetzt wieder Max dran, ne? Ja. Ja. Dann nimm mal Nintendo 800. Die letzte Nintendo-Frage. Hier kommt sie für 800 Punkte. Bereits im Jahre 1889 wurde die Firma Nintendo gegründet. Was haben sie damals zuallererst produziert? Max? Karten. Spielkarten. Spielkarten ist korrekt. Genauer gesagt, Hanafuda. Alter, bist du schnell, Max. Ich hab halt schon den Buchstaben parat. Und ihr müsst wissen, das konntest du jetzt nicht wissen, John. Du hast zufällig eine Frage, die, ich glaube, in dieser Woche war erst eine Frage über die Nintendo-Gründung bei dem Nerd-Quiz-Kalender. Das war zufällig. Ah ja, gut, das konnte ich wirklich nicht wissen. Ja, aber Spielkarten bin ich raus, ne? Ah ja, da waren sie wieder, die bösen Spielkarten, ne? Selbst wenn es von Nintendo ist. Da haben sie gefragt, wann das war. Daher wusste ich zum Beispiel 1889. Das hätte ich sonst nie gewusst. Okay. Sehr nice. Da lernt man noch was hier. Hallo Zebra, sei gegrüßt. Willkommen zu unserer Spielshow hier. Okay, 10 Fragen. 5 Fragen haben wir noch in der ersten Runde, bevor sich die Punkte verdoppeln. Max hat Nintendo weggefegt, dazu noch Punkte eingeräumt und er darf sich die nächste Frage aussuchen. Ja. Mal Resident Evil für 200. Mhm. Welcher Name steht für das S bei Leon S. Kennedy? Und Max hat schon gebassert.
Scott. Das ist korrekt. Der Leon Scott Kennedy. Weitere 200 Pünktchen aufs Konto. So. Im Chat wussten das auch ganz viele natürlich. Mhm. Conny meint, sie hat viele Bildungslücken. Ach was. Es ist ja ein Nerdquiz, Conny. Alles gut. Du wirst auch Sachen wissen, die wir nicht wissen, Conny. Also von daher... Hatten wir das nicht neulich? Ja, wer meine Streams guckt, ne, der weiß mehr. Ab und zu zumindest. Ja. Hier bildet man sich noch. Manchmal zumindest. Okay, dann darf Max weitermachen. Retro Gaming 400. Retro Gaming 400. Wie heißt die Dame, die am Arcade-Klassiker Donkey Kong von Mario gerettet werden muss? 3. Max? Ich glaube, das ist Daisy. Das ist leider falsch. Möchte Mark korrigieren? Ich weiß den Namen, hundertprozentig. Ey. Müsste jetzt sofort kommen. Jetzt fällt mir der Name ein. Okay. Okay. Es ist die Pauline. Ja, genau. Verdammt. Die gute Pauline. 400 Punkte weg von Max Konto, aber immer noch in guter Führung. Ich wollte gerade sagen, das konnte ich mir in dem Fall mal ausnahmsweise leisten. Mhm. So, dann darf jetzt Marc wieder. Dann nimm mal fiktionale Welten 400. Okay. Ihr wisst Bescheid, ich lese langsam vor, ihr buzzert, sobald ihr meint es zu wissen. 7 Namen. Robert. Henry. Frank. David. Marlene. Tommy. Tess. Und das war's. Nö. Keine Ahnung? Nö. Ich hab zwar eine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher. Lass hören. Also die Frage ist raus. Aber ohne Buzzer. Ja, jetzt, die Frage ist raus, ja. The Last of Us. Wäre richtig gewesen. Scheiße. Okay. Aber ich hab's mir erst ganz am Ende, weil. Bei Tess wäre ich erst eventuell drauf gekommen. Ja. Hallo, Anta. Dankeschön. Freut mich, dass es gefällt. Dankeschön. Aber nicht zu früh loben. Wer weiß, wie die Technik heute im Laufe des Abends noch wird. Aber danke. Ja, das wussten einige im Chat mit Last of Us. Okay. Gut, aber so ist ja nichts passiert. Fragerecht geht an... Moment, wer hat fiktionale Welten genommen? Marc, ne? Mhm. Okay, dann ist jetzt Max wieder dran. Machen wir mal die 200 weg, also Sci-Fi-Horror 200. Okay, los geht's. Welches Kinderlied hört man bei der Urfassung vom Dead Space-Intro? Ich weiß, dass da ein Kinderlied kommt, aber ich hätte nicht... Ja, ich weiß genau, welches das ist. 2, 1. Und raus. Wieder nix. Was wäre es denn gewesen? Man... Wir alle kennen es. Es war Twinkle, ne? Little Star. Ja. Es ist schon schön. Eine Weile her, wo ich das gespielt habe oder gesehen habe, deswegen... Es kam ja im Remake auch mal im Fahrstuhl. Haben sie es mal gespielt. Das fand ich sehr cool. Ja, das muss ich erst noch spielen. Mhm. So, wenn ich jetzt immer brav mitgezählt habe, waren wir 5, 7... 19, 13, 14. Marc müsste dran sein. Achso. Ja. Noch eine Frage, dann werden die Punkte verdoppelt und Marc ist dran, genau. Mach mal Resi 800. Resident Evil für 800, bitteschön. Wie lautet der Name des Architekten, der das Herrenhaus in Resident Evil 1 gebaut hat? Alter. Scheiße, der Architekt. Ja, okay, jetzt hab ich falsch. Du hast gebassert, ne? Ja. Mhm. Ja, dann ich wollte Spencer sagen, aber das ist das, der so heißt der Typ, der, auf dessen Namen das, der,
das Anwesen heißt. Deswegen ist es falsch, ja. Ja, das ist falsch. Möchte Marc schnell antworten, aber ganz schnell dann? Nö, kannst du zumachen. Okay. Das wäre George Trevor gewesen. Spencer ist der Besitzer, richtig. Und dadurch haben wir wieder einen Gleichstand. Das ist ja, ihr habt wieder 800 zu 800. Ja. Das ist jetzt natürlich interessant. Es ist noch alles offen. Das ändert sich. Kann schnell passieren. 800 Minuspunkte. Und jetzt werden die Punkte auch noch verdoppelt. Man sieht es zwar hier nicht, aber ich werde einfach zweimal auf das Plus oder zweimal auf das Minus drücken. Also die Chance, jetzt schön abzupunkten oder noch weiter zu fallen, ist jetzt umso größer. Vor allem, ihr habt euch die großen Fische jetzt aufgehoben. Das wird also im Grunde ist wirklich noch alles offen. Okay, das wird spannend. Spannend. Wen haben wir jetzt an der Reihe? Max ist, glaube ich, dran. Alles klar. Fiktionale Welten für 800. Eieiei. Okay, beziehungsweise jetzt sogar für 1,6. Fiktionale Welten. Gut aufpassen. Ashley. Chris. Max. Resident Evil. Das ist leider falsch. Okay, dann war das eine Falle. Verstehe. Ich mach weiter. Marc, du könntest es noch sagen, bevor ich den letzten gelesen... Also, nachdem ich den letzten gelesen habe, dann noch ein paar Sekunden. Ich mach weiter. Jessica. Mike. Okay, jetzt bin ich, glaube ich... Emily. Josh. Dr. Hill. Ja. 3, 2... Nee, ist mir zu bunt. Es wäre... Es wäre Antrieb. Richtig. Also ich hätte bei einer 800er-Frage so einfache Resident Evil-Namen nicht genommen. Es war eine Fangfrage. Es tut mir leid. Aber ich habe es euch am Anfang gesagt. Ne? Ich habe es, wenn ihr zu früh drückt, könnte sein, dass was anderes gesucht wird. Ich habe es gesagt. Ja, ja. Okay, das. Jetzt mache ich auch wirklich nur noch auf Sicherheit. Das war scheiße von mir. Hier nochmal zur Bestätigung. Und das bedeutet. Jessica und Mike war ich mir schon sicher nachher. Also. Es steht jetzt minus 800 zu 800. Mark führt. Obwohl er sich sehr defensiv hält. Ja, also. Bei den Fragen muss man defensiv sein hier. Aber das ist jetzt halt das Ding, ne? Jetzt hat sich Max da in den Keller begeben. Jetzt will er natürlich rauskommen. Mal gucken, ob das gut geht. Ich bin sehr gespannt. Aber ihr habt ja noch ganz viele dicke Punkte hier zu holen. Ist noch alles möglich. Und Marc ist jetzt dran, oder? Ich habe das eben genommen. Okay. Ist richtig. Okay. Ihr wisst das natürlich besser, was ihr genommen habt. Okay, Marc. Dann mach mal Retro Gaming 1000. Retro Gaming 1000 beziehungsweise 2000. Das E.T.-Videospiel war so ein großer Flop, sodass die übrigen Module vergraben wurden. Wo wurden sie vergraben? Drei. Ich hab davon schon mal was gehört. Zwei. Aber ich... Eins. Und raus. Ich weiß, dass es in der Wüste ist, aber ich weiß nicht welche. War das nicht Mexiko oder so? Wüste hätte mir nicht gereicht und New Mexico. Ja! Das ist ein Scheiß. New Mexico wäre ja nach USA, deswegen wäre auch Mexiko falsch. Mexiko wäre auch falsch gewesen, aber nochmal Glück gehabt in der Hinsicht. Ja. Wüste hätte mir nicht gereicht, deswegen alles gut, habt ihr richtig deswegen, gemacht. Deswegen, so. Das habe ich mir schon gedacht, das ist ja dafür gibt es viel zu viele Wüsten auf der Welt. Mhm. Ja, alles richtig gemacht an der Stelle und dann ist, glaube ich, Max wieder dran. Resident Evil für 600. Resi für 600. Wieder eine Schätzfrage, dürft mir wieder privat schreiben. Wie viele Resident Evil Spiele insgesamt, wie viele wurden bisher verkauft? Also alle Resident Evil Spiele, die ganze IP, wie viele von diesen Games wurde laut Capcom bisher verkauft? Also auf jedes Spiel und jede Konsole und... Ja, alles, was mit Capcom und Resident Evil zu tun hat, bitte mir privat schreiben. Und zwar jetzt, nicht zu lange überlegen. Ist ja eh nur eine Schätzung.
Ich schreib das hier rein. Weiß ich nicht. Ich glaube. Okay, Max habe ich. Ich glaube. Okay. Ja, ist okay. Ja, okay. So. Marc meint, es sind um die 250 Millionen. Und Max meint, es sind 1,2 Milliarden. Und wir haben 125 Millionen. Nur? Ja. Okay, das hätte ich jetzt höher gedacht. Könnte man so meinen, ne? Aber. Moment, wo haben wir es? Da ist. Ja, Marc dann am nächsten dran. Ja. Vor allem, weil es so viele Spiele gibt und das alles. Okay. Mhm. Ja, ist halt auch nur für die Erwachsenen, ne? Die ganzen Kinder sollten das ja eigentlich nicht spielen. Das macht wahrscheinlich doch schon was aus. Wenn man jetzt gerade noch an die andere Frage denkt, mit Wii Sports, das ist schon ein Unterschied. Das nimmt sich nicht viel. Ja, aber damit ist Marc mehr dran und sichert sich diese Punkte. Steht minus 800 zu 1400. So. Ne, hier hin. Dann hat Marc jetzt wieder die Auswahl. Okay, dann Sci-Fi-Horror für 800. Sci-Fi-Horror 800. Let's go. Wie lautet die Bezeichnung des Planeten, auf dem die Aliens in der Alien-Filmreihe wohnen? Wo sie herkommen, je nachdem. Max hat gedrückt. LV-426. Moment. LV-426. Ja. Das ist korrekt? Korrekt, ja. Respekt. Nice. Ja, das wird auch in Aliens erwähnt. Ziemlich am Anfang. Und dadurch, wird es wieder enger hier. 800 zu 1,4. Noch eine Führung bei Marc. Kann sich aber schon mit der nächsten Frage ändern, die Max wählen darf. Ja, mach mal die letzte Sci-Fi-Horror, also 600. Mhm. In welcher Filmreihe haben es die Protagonisten mit dem Alien-Volk Yautja zu tun? Kenn ich nicht. 3, 2, 1 und raus. Wollt ihr tippen? Nö. Keine Idee. Sagt mir gar nichts. Überhaupt also nicht. Vielleicht sagt euch ja das hier was. Predator, okay. Das sind die Yauta. Das habe ich noch nie gehört, dass die so heißen sollen. Der Puma wusste es. Wurden die mal erwähnt? Ich weiß es nicht. Also jedenfalls nicht von Arnold Schwarzenegger. Ja, ja. Da redet eh nicht viel. In dem Film auch nicht, nee, das stimmt. Ich meine, so geil der Film auch ist, aber... Ja, okay, das wusste niemand. Es bleibt knapp und Marc darf jetzt entscheiden. Okay, dann machen wir 1000 fiktionale Welten. Alles klar, ihr wisst Bescheid. Ich lese wieder vor und ihr bassert, wenn ihr meint, es zu wissen. Ernesto. Beatrice. Laura. Joseph, Tatjana, Ruvik, Julie und raus die Frage. Keine Idee gehabt? Ich versuch mal, ich sag mal Ahnung. So jetzt die Evil Within. Das wäre korrekt gewesen. Scheiße. Das wären 2000 Punkte gewesen. Das ist echt fies. Zapsi wusste es. Mich hat das Julie rausgebracht. Julie Kidman, ja. Ach so, ja, stimmt. Ich wusste, also Ruvik konnte ich nur damit assoziieren. Ja. Aber die anderen Namen konnte ich in dem Moment nicht zuordnen. Ja, doch, Joseph im Nachhinein jetzt auch. Aber die ganze Familie hier, ne? Also ja, wenn du die in dem Moment nicht zuordnen kannst, natürlich. Und nur einen einzigen Namen, dann wird's schwierig. Das stimmt.
Genau, Laura ist die Schwester, das waren die Eltern, soweit ich weiß. Ja. Ja. Ah, schon. Ah, ja. Selbst wenn du Sebastian gesagt hättest, den gibt es auch so, sonst wie oft ja, den Namen. Aber also, den gebe ich euch bei 1000 nicht, ne? Ist klar. Ja, aber selbst dann, Sebastian ist so ein Allerweltsname. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Aber ja, dann nicht Marc wieder, oder? Ja, mir aus. Ja, mach ruhig. Alles gut. Also sagt ruhig, also wenn ich mich irre, dann, ich weiß, ich bin meine, bisschen... ich meine. Okay, soll ja alles seine Richtigkeit haben. Ja. Okay, was nimmst du? Max? Ach, ich? Okay, Max, okay. Dann fiktionale Welten machen wir zu Ende, 600. Okay, dann lese ich wieder vor. Los geht's. Candy, Swanky, Wrinkly, Cranky, Mark. Das ist aus Donkey Kong. Ja, korrekt. Noch Bungy, Dixie, Diddy. Das hätte ich erst so spät zuordnen können, dafür kenne ich das zu wenig. Donkey Kong County, lasse ich gelten. Ja, 600, das doppelt ruft 800 zu 26. Jetzt wird's doch eher knapp. Aber es ist noch alles offen. Ja, es ist noch alles offen. Achso, nee, du bist dran. Stimmt, sorry. Marc ist dran, ja. Gut, dann nochmal Retro Gaming 600. Mhm. Unter welchem Namen kennt man den SNES-Klassiker Seiken Tensetsu 3 hierzulande? 3, 2, 1 und raus. Hätte ich nicht eigentlich gebuzzert? Hast du gebuzzert? Ja, du hast gebuzzert. Okay, kam noch rechtzeitig. Alles gut. Warte mal. Müsste das nicht Secret of Mana sein? Ah, nee, das war Seiken Tensetsu 2, ne? Jetzt bin ich mir gerade selbst. Sag mir eine Antwort. Dann sag ich es. Secret of Evermore, sag ich. Wärst du mal auf dem alten Pfad geblieben, hättest es hochgerechnet. Das wäre Secret of Mana 2 gewesen, beziehungsweise die Neuauflage, okay. Trials of Mana. Okay. Also ich wäre so oder so falsch. Ich war mir nicht sicher mit Trials of Mana oder sowas. Also da. Ich muss jetzt pokern, deswegen. Ja, hast ja recht. Aber ich wusste, dass es was damit zu tun hat. Warst ja nah dran. Dafür kenne ich aber die Reihe zu schlecht. Warst da nah gibt es doch viel zu Teile davon. Richtig übel. Wir haben nur wobei noch man sagt, ich glaube, Secret of Evermore gehört offiziell auch gar nicht zur Reihe, bin ich der Meinung. Das ist eine Sache für sich. Mhm. Das hieß nur auf Deutsch so komisch. Mhm. Ja. Glaube ich auch. Ist immer ein bisschen schwierig, ja. Aber okay. Ich weiß nicht, kann man es noch einholen? 1-4. Ja, theoretisch, oder? Oh, ganz knapp vielleicht. Wenn, doch, wenn Max jetzt alles knapp, abräumt, ja. Dann ja. Okay. Wer war dran? Ich glaube, dann bin ich, glaube ich, dran. Okay. Macht jetzt eh keinen großen Unterschied mehr. Oh, ist egal. Dann macht die letzte Tausender-Frage. Die letzte Tausender-Frage und man kann eigentlich schon sagen, das ist jetzt so ein bisschen Matchball für Marc. Schauen wir mal. Bei Resident Evil Village ließ sich Capcom viel inspirieren. Lady Dimitrescu erinnert beispielsweise an die Blutgräfin. Unter welchem Namen ist diese reale Person besser bekannt? Ah, Moment. 3, 2, 1. Scheiße, ich komme gerade auf den Namen nicht. Ich kenne die Frau. Leider niemand gebassert, diesmal wirklich nicht. Nee, jetzt komme ich auch gerade auf den Namen nicht. Ich weiß, dass die auch in Stay Alive wird die, ja. Wurde die auch richtig behandelt, die Frau. Elizabeth Bathory. Ja. Elizabeth Bathory. Ah ja, genau, Elizabeth Bathory. Die Frau, die im Blut badet. Korrekt. Ja, okay. Und lustigerweise nie verurteilt wurde.
soweit ich... Und warum nicht? Weil sie Gräfin ist und in dem Land nicht Adlige verurteilt aber werden. Aber zuletzt wurde sie, glaube ich, doch hingerichtet, oder? Also lange Zeit nicht, aber zu allerletzt. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Hm. Ja, sie musste fliehen wegen dem Volk. Mhm. Gut, es ist nicht mehr einzuholen. Ich würde trotzdem die letzte Frage jetzt auch noch machen. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ach. Trotzdem, ja. Okay, letzte Frage in Retro-Gaming 800. Los geht's. Pong war das erste kommerziell erfolgreiche Videospiel der Welt. Wann kam es auf den Markt? Ich lasse plus minus ein Jahr gelten. Ja, braucht jetzt auch nicht zu buzzern. Ihr könnt einfach... Ich würde sagen 1975. Okay, 75. Was würde Marc sagen? 79. 79, es war 72. Also, dass es in den 70ern gewesen sein muss, war klar, aber... Ganz, ganz, ganz früh. Richtiger Klassiker. Mhm. Ja, und damit sind wir durch. Das hat Marc dann jetzt doch relativ eindeutig gewonnen. Muss man aber auch dazu sagen, Max war da sehr forsch teilweise, hat viel riskiert und leider nicht immer gewonnen. Und ja, Glückwunsch, Marc. Ja. Danke. Ich finde mich nicht verdient. Ah ja, gut, aber so ist das Game, ne? Also. Ich wollte gerade sagen, das spielt ja keine Rolle, ob du es verdient hast oder nicht. Gewonnen ist gewonnen. So sieht's aus, so sieht's aus. So. Aber es sind schon echte fiese Fragen dabei gewesen. Ja. Aber ihr habt das ganz gut gemacht, finde ich. So, dann nehme ich euch das Bild mal weg. Bei den Zuschauern switchen wir auch wieder rüber. Bildschirm weg, das sind wir wieder hier und da kommen Punkte aufs Konto für den guten Marc. Dann steht das Ganze nämlich schon 4-1. 5-1. Ja, stimmt. Ich war ja der erste Punkt, richtig? 5-1. Jawohl, für den guten Marc. Ja.